Jetzt passt auf. Ich steuere jetzt das folgendermaßen. Jeder hat eine Individualität, eine Software, das ist hier wie ein Filter. Okay? Es gibt nur ein ewiges Hier und Jetzt. In diesem Hier und Jetzt sind ständig wechselnde Bilder. Und bevor wir das machen, machen wir jetzt ein Experiment. Das habe ich zwar vorgestern erst gemacht, und wir machen es nochmal. Für die, wo jetzt neu da sind, macht einmal bitte alle die Augen zu. Macht einfach die Augen zu. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid in eurer Küche. Ganz genau einfach im Gedanken mitgehen. Jetzt stellt euch einmal vor, euren Grillschrank hin und achtet einmal, ob ihr die Tür nach rechts oder nach links aufmachen müsst. Und jetzt öffne die Tür und achte mal ganz bewusst drauf, wie schwer diese Tür aufgeht. Jetzt schaust du in deinen Kühlschrank rein und jetzt wirst du feststellen, dass du Facey, nennen wir das grob, genau siehst, was da drin ist. Nicht im Detail, sondern verwaschen, aber du weißt genau, was da ist. Jetzt mach mal die Tür zu und jetzt gehst du hin an die Schublade, wo dein Besteck ist. Jetzt ziehst du die Schublade raus. Achte auch ganz bewusst darauf, wie schwer oder wie leicht die Schublade rausgeht. Und schau mal, wo die Kaffeelöffel liegen. Wenn du jetzt da rein in deine Schublade reinschaust, und jetzt läufst du ganz langsam durch deine Wohnung ins Schlafzimmer. Und mal Schritt für Schritt, wirklich einmal ganz bewusst, was du immer siehst. Bilder, Kleinigkeiten. Und wenn du ins Schlafzimmer reingehst, achtest du mal auf den Geruch. Jedes Schlafzimmer hat einen ganz eigenartigen Geruch. Und jetzt gehst du hin zu deinem Bett und legst dich in das Bett. Das ist dein Bett. Dieses Bett, die Matratze hat eine gewisse Festigkeit. Und du kannst dich jetzt erinnern, wo du das letzte Mal im Urlaub warst oder weg warst und hast in einem anderen Bett geschlafen. Es ist immer nicht das eigene Bett. Es ist irgendwie weicher, das ist härter, es ist ganz anders. Und jetzt mach mal einen Sprung. Jetzt erinnerst du dich einmal zurück, wo du mich das erste Mal gesehen hast. So ganz grob, wo war das? Und jetzt sind wir wieder da und jetzt erinnerst du dich, wie wir hier den Vortrag begonnen haben, wie ich mich hingesessen habe. Und jetzt mach die Augen auf. Und jetzt passiert was ganz. Das erste Mal war jetzt jeder von einem anderen Kühlschrank gestanden, außer sind Ehepaare da. Jeder hat eine andere Tür aufgemacht, jeder hat in einen anderen Kühlschrank geschaut und jeder hat ein anderes Gewicht verspürt. Das heißt, jeder hat eine andere Schublade rausgezogen, jeder ist durch einen anderen Flur gelaufen, wie gesagt, außer bei Ehepaaren und vor allem selbst der Geruch. Man weiß, man riecht was, ihr habt jetzt was gesehen, obwohl ihr nichts gesehen habt. Ihr habt was gespürt, obwohl ihr nichts gespürt habt. Ihr habt was gerochen, obwohl ihr nichts gerochen habt. Und das ist jetzt, was mir ganz wichtig ist. Ihr seid jetzt durch eure Wohnung gelaufen, obwohl ihr euch keinen Millimeter von der Stelle bewegt habt. Keinen Millimeter. Was passiert ist, ich habe in eurem Geist Bilder ausgewechselt. In jedem einzelnen Geist habe ich andere Bilder ausgewechselt. Es sind ständig wechselnde Bilder, die kommen und die gehen. Und der große Gag ist, wenn sich etwas nicht durch einen Raum bewegt, gibt es auch keine Zeit. Wie entsteht Zeit? Ich habe gesagt, ich will euch versuchen zu erklären, wie Zeit entsteht. Das, was ich jetzt hier übrigens euch sage, ist in keinem einzigen Physikbuch eurer Welt beschrieben. Das ist was vollkommen Neues. Wobei das ein Kinderkram ist im Vergleich zu dem, was ich da mit Zahlen mache, was jetzt hier die Insider wissen. Pass auf, jetzt stellen wir uns einfach mal vorstellen, der Geist ist wie ein Computer. Wir haben diese Festplatte, das ist euer Unterbewusstsein. Das kann man dann riesen aufbauen. Es geht erst einmal, dass man ganz grob, ich werde es immer wieder über den Haufen schmeißen. Es war im 8. Band, habe ich gerade den Satz vorgelesen, dass ich sage, wirkliche Größe heißt nicht ein Mann, ein Wort, es ist doch bewiesen, es ist Fakt, dieser und dieser Versuch hat bewiesen, sondern wirkliche Größe heißt vergessen können. Wenn du eine neue Einsicht hast, die Deppen, was dir deine Vergangenheit lehrt, ist, dass immer das Jahr in der Menschheitsgeschichte von Schriftgelehrten passiert ist, nicht nur in der Bibel. Alle Revolutionen, bleibt dieser berühmte Film, alle medizinischen, alles was neu war, immer eure etablierte Wissenschaft, genau diese Idioten, die so felsenfest an den Schwachsinn menschlicher Traditionen glauben, sind die Verhinderer. Da gibt es auch einen schönen Spruch, wenn in der Menschheit wirklich neues Wissen kommen will, dauert es meistens 50 Jahre. Zuerst müssen alle Professoren und ihre Schilder wegstürmen und dann ist die Menschheit bereit, was Neues anzunehmen. Du wirst dich wundern, wenn ich dir mal in die Tiefe gehen lasse, dieses Weltbild, wo ich dir sage, rein von der Mathematik, kannst du jetzt schon nachlesen. Das ist Fakt, das ist, weil das ist das, was wirklich ist. Dass du das noch nicht weißt, ist, dass deine ganzen Professoren nämlich wie die letzten Arschlöcher dastehen. Weil nämlich das so primitiv ist zu lesen, dass man auf einmal sagt, für was haben dann die riesen Gelder eingeschoben? Wieso haben wir Milliarden Gelder für Entwicklungen bezahlt? Das ist so easy. Was ist da noch Geist da? Das geht ja noch viel weiter, dass also hier, wenn ich die aufdecken würde von eurer Politik, und das ist jetzt nicht negativ, wohlgemerkt, ihr müsst immer, wenn ich spreche, dran denken, es gibt für mich nichts Böses. Nur Polaritäten, die sich auf Kreisdreieck denken, Neutralität. Wenn ich euch mal die Augen öffne, was ich dir Beweise jetzt herzaubern kann mit meiner Macht, ihr würdet eure Politiker standrechtlich erschießen, glaub es mir. Es würde ein Tumult, ihr würdet wirklich die Massen, die Masse ist ja eh bloß Moloch. Ihr seid in so einer scheinheiligen Welt ohne Ende. Wobei im Endeffekt das alles außerhalb ist. Das gehen wir mal in den Geist zurück. Jetzt passt auf, in dem Moment, wo du sagst, ich bin wach,
das hier ist dein Geist eine Trinität. Und die teilen jetzt einmal in das Unbewusstsein, in die Festplatte, dann in das, was deine Gedankenwelt ist und das, was du, was ich kleines Weltbild nenne, das ist die Halbkugel vor dir. Schaut, deine Logik zwingt dich jetzt zu glauben, dass wir uns alle in einem dreidimensionalen Raum befinden, wobei definitiv rein das Optische, der optische Aspekt, ist jetzt, dass du nur die Halbkugel siehst und ich sehe dich. Das heißt, ich sehe jetzt ein ganz anderes Bild wie du. Ich habe das gerade schon, wie wenn wir mit dem Internet chatten. Jetzt ist es natürlich so, dass wir jetzt, machen wir einfach eine Konferenzschaltung. Du mal bitte mitdenken. Ich mache jetzt so, dass wir mehrere im Internet zusammen, schau mich bitte an. Mein Bildschirm ist du, ich habe dich auf dem Bildschirm, du hast mich auf dem Bildschirm. Okay, jetzt bei einer Konferenzschaltung, wo ich machen kann, kann ich jetzt Folgendes machen, dass ich mehrere Teilnehmer zusammenschalte. Das heißt, jetzt klingt jetzt sich die Sabine ein. Du mal bitte mich anschauen. Sabine, du mal bitte sprechen. Irgendwas. Jetzt ist es, die Sabine ist jetzt in unsere Konferenzschaltung, aber dein Bild, du kannst ja immer nur einen anzoomen. Jetzt hast du die Möglichkeit, dass du von der Kamera 1 auf die Kamera 2 umschaltest. Mach das einmal, bitte schau die Sabine an. Jetzt bin ich vom Bildschirm weg, jetzt hast du sie. Jetzt hast du sie auf dem Bildschirm, wobei du meinen Ton hörst. Weißt du, was ich meine? Du hast jetzt einen Winkel verändert. Ich könnte theoretisch beide. Ja, du hätte, du, nicht, versteh das Prinzip, denn ganz grob, versteh das Prinzip. Es sind immer, was mir wichtig ist, dass hier die Zahlenwerte, wie in einem Computer, ich verändere nur Winkel. Das heißt, es werden nur Winkelpositionen verschoben, es gibt keine Bewegung durch einen Raum. Pass auf, wenn es keine Bewegung durch einen Raum gibt, gibt es keine chronologische Zeit. Und das will ich dir jetzt zeigen. Jetzt pass auf, was jetzt alles passiert. Du hast ein Bild, wenn du jetzt zum Beispiel von hier in die Küche läufst, und das haben wir gerade gemacht, ihr seid von der Küche ins Schlafzimmer gelaufen. Das heißt, und das mache ich jetzt wirklich ganz grob, das ist, stell dich vor, wie beim Film 25 Einzelbilder, ich tue hier laufend Bilder auswechseln. Das ist, es läuft ein Film in deinem Kopf, stehende Bilder, wobei ein Film aus stehenden Bildern besteht. Das heißt, es bewegt sich auf einem Film ja eigentlich nichts, weil das ja nur stehende Bilder sind. Das berühmte Xenon-Beispiel, dass ich sage, wenn ich einen Pfeil abschieße, der kann überhaupt nicht fliegen. Pass auf, wenn ich das jetzt, hebe mal für den Schluss auf, komm gleich. Jetzt, der dreidimensionale Raum, jeder, der ein bisschen Ahnung hat von moderner Physik, der weiß, dass ich die Illusion, 3D-Illusion, aufgrund zweier Flächen aufbaue. Zwei unendlich dünne Flächen sind nichts, die sind nicht räumlich, aber mit der entsprechenden Logik, wenn die sich unterscheiden, kann eine entsprechende Logik, ein Computer, die Illusion an dieser Computer ist dein Programm, ist dein Geist. Das heißt, die Flächen, diese geistigen Bilder, die du in dir trägst, sind unendlich dünn und deine jetzige Logik, dein jetziges Programm, das Zeichen, das dir ist auf der Stirn, erzeugt in dir genau die Illusion, dass diese Halbkugel vor dir steht. Ich mache jetzt das ganz grob, wir können so ins Detail gehen, aber es reicht einmal, wenn du den Hauch verstanden hast. Jetzt pass auf, zwei Flächen sind wie zwei Gedanken. Zwei unterschiedliche Gedanken. Und zwei Flächen erzeugen die dritte Dimension, also diese Illusion der dritten Dimension. Und jetzt wird es interessant. Genau auf demselben Prinzip erzeugst du für dich die Illusion, dass Zeit vergangen wäre. Und das mache ich einmal mit einem ganz einfachen Beispiel. Pass auf. Das ist unser Zeitfluss, an den du glaubst. Das Einzige, was existiert, ist der Geist. Dieses System, das bist du. Und zwar Unterbewusstsein, deine Gedankenwelt. Du kannst jetzt an deine Wohnung denken, dann befindet sich deine Wohnung hier. Das ist jetzt, und da hast du das Bild. Jetzt pass auf, du gehst in ein Kino, du sitzt und jetzt verklingst du dich in den Film, dann denkst du nicht mehr an deinen Kopf, an deine Beine, dann bist du als Person überhaupt nicht mehr da. Da fährt jetzt ein BMW in das Bild rein, also du siehst ein BMW reinfahren in einen Hof, dann steigt einer aus, macht einen Kofferraum auf, geht an der Garage, macht die Garage auf, holt aus der Garage einen Kasten Bier, trägt den zu seinem Auto, stellt den Kasten Bier in den Kofferraum rein und haut den Kofferraumdeckel zu. Jetzt, wenn ich dich spontan frage, wo ist der Kasten Bier, dann sagst du im Kofferraum. Ich sage, da Kustebogen, du schläfst. Ich sehe erstens einmal gar kein Auto, ich sehe eine Leinwand. Das heißt, sobald du jetzt anfängst, dich in den Film einzuklinken, hast du die Wahrnehmungsebene verwechselt, bist du schon eingeschlafen. Das, was du die ganze Zeit siehst, du starrst auf eine flache Leinwand. Du siehst eigentlich gar kein Auto, sondern nur die Illusion von einem Auto. Für dich ist das in diesem Moment ein Auto. Und in dem Kofferraum ist mit Sicherheit kein Kasten Bier drin. Darum habe ich gerade schon gesagt, wenn ich es jetzt so mache, wo ist jetzt der Filzstift? Der ist nicht mehr hier. Hier ändert sich das Bild. Ich fahre aus dem Cyberspace raus. Der ist nur noch hier. Du glaubst aufgrund einer Logik, dass er sich hier in dem Bild unter dem Tisch befindet. Und diese Dreidimensionalität, die du hast, die ist ja nur Illusion. Ganz grob gefolgt. Das heißt immer, wenn ich jetzt mit dem Joystick, wenn ich ein Video spiele, man könnte jetzt das schön machen für Laien, die sich auskennen, wenn es einen interessiert, der interessiert sich dafür. Das heißt, was aus dem Bild verschwindet,
Das ist nur, was da ist, was in deinem Bild ist, auch das 3. Wenn das draußen ist, jetzt tust du schon interpretieren, ist schon eine These, ist unter dem Tisch. In Wirklichkeit, wenn ich jetzt einen Computer schwenke, mit dem Joystick einen Schwenk mache, alles, was ich hier nochmal sehe, fällt in die Zahlenstruktur zurück und hier rechnet sich was Neues dran. Es ist reine Mathematik. Das ist, wie ich das schwenke.